Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu meinem Let's Play vom Spiel Empyrean Galactic Survival. Ja, in der letzten Folge, hat sich ein bisschen was getan, es sind nochmal drei Pflanzbeete mit Fasern hinzugekommen, mehr aber auch nicht. Des Weiteren haben wir ein paar Sachen gecraftet, zum Beispiel Munition, was eigentlich selbstverständlich ist. Können wir ein bisschen sortieren eigentlich. So ist besser. Das kann daher, das kann daher, das kann daher. Das passt. Ja, den Rest braucht man eigentlich nicht unbedingt. Lebensmittelvergiftung. Ja, nee. Zwei tue ich raus. Die tue ich mal. Ups, Jetpack. Die tue ich mal hier hinten rein. Na komm. Nein. Daher, genau. Ja, was ich in der letzten Folge noch machen wollte, ist folgendes. Ich gehe mal hier ins Peer-Menü rein. Dann habe ich hier ein Blaupause. Kleines Raumschiff. Nee. Genau, so passt schon eher. Denn ich habe ja schon einiges reingeworfen. Kupferbarren fehlen noch. Nee, Schmarrn. Menge. Das habe ich reingeworfen. Es fehlt eigentlich nur. Satium. Nee. Hä? Wenn es. Ah, genau, das braucht man. Okay, jetzt auch. Eisenbarren, Kupfer, Kobalt, Satium, Silizium. Nee, Satium. Brauche ich Satium? Hm? Egal. Schauen wir mal hier in die Komponentenkiste rein. Die Sachen, die brauche ich eh nicht. Was? Ich will hier Pflanzen. Pflanzen bitte. Was sagt mir das keiner? Oh Gott. Sekunde. Halt, ich brauche noch Fasern dazu. 1, 2, 3. Nein, 9 Beete mit Fasern. Juhu. Warum sagt mir das keiner? Stimme auch da nebenhin. 1, 2, 3. Jawohl. Sehr schön. So. Jetzt habe ich die einen Sachen hier rausgezogen. Was macht ein O2 hier drin? So, was ist das für eine Ordnung? So, Baupläne. Das da reinschmeißen, was passiert? Ja, okay. Eisen hast du mir fast fertig. Jawohl, Eisen haben wir abgehakt. Kupfer brauche ich noch. Kobalt, Silizium. Kupfer. Reichen die? Baupläne 172. Nee, natürlich nicht. Ups, nein. Keine Drohne. Was war die Shortcut-Taste für die Baupläne? F4? Nee. F3? Nee. F7? Ups, nee, ist ein Screenshot. F8 war das mit der FPS-Anzeige. Okay, ich brauche noch mehr Kupfer. Wo ist Kupfer drin? Können wir nachrecherchieren? Halt, falsch. Ich bin jetzt blöd. Da. Genau, in so Elektronikteil ist viel Kupfer drin. Ja, viel. Ich bräuchte noch mehr Kupfer. Obwohl, das können wir. Kondensatoreinheit, da ist Kupfer drin. In Rohre? Nee. Satium ist in Stahlplatten drin. Eisen? Nee. Satiumbarren? Dann schmeißen wir alles mal da rein. Oh, schon zu viel. Oh, immer noch zu viel. Okay, es fehlt noch ein bisschen Kupfer. Warum ist Satium eigentlich so ausgekraut? Achso, das habe ich zu viel reingeworfen. Das hätte ich eigentlich gar nicht hier gebraucht.
Das wurde ja gar nicht gebraucht. Also Kobalt und Kupfer. Kobalt habe ich hier. Baupläne brauche ich. Ja, das reicht sowieso nicht. Ich brauche Kobalt und Kupfer noch. Kupfer 20. Zwei, nee, 22 Einheiten Kupfer. Metallkomponenten ist kein Kupfer drin. Aber Kobalt. Egal, Blueprints brauche ich immer wieder. Kabel ist Kupfer drin. Kabel. Nein, fehlt immer noch was. Ich will auf jeden Fall noch mehr Blueprints erstellen, also in naher Zukunft. Erweiterte CPU, da ist drin. Ja, genau, das ist das, was ich nicht brauche. Silizium, Eisen. Steuergeräte, da ist Kupfer und Kobalt drin. Computer sind auch einige Sachen drin. Einige werden wahrscheinlich jetzt den Kopf über die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, was macht ihr? Aber nein, es fehlen noch 8 Kobalt. Wo ist Kobalt drin? In Kobalt wahrscheinlich. Motor, 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 Metallkomponenten, Kabel, Elektronik. Kabel. Kupfer, nee, brauch Kobalt. Reaktorkern. Egal, dann werde ich nochmal schnell Kobalt, Kobalt sammeln. Hey, sind fertig. Hey, Level 13. Sehr schön. Oder eigentlich könnte ich das Raumschiff ja komplett zerlegen. Da wirst du irgendwie irgendwo Kupfer hergehen, oder? Wenn, dann hätte ich halt eben kein Raumschiff mehr. Da ist auch noch jede Menge Zeug drin. Ich glaub's nicht. ...96 Fasern. Oh. Das gibt's doch nicht, oder? Wie hat es da vergessen? Ah, irgendwie so Keime, Keimzeug. Kommt da rein. Das kann da rein. Weizen. Lebensmittel waren da auch drin, das sind uns natürlich kaputt. Aber Kobra-Blätter, die können eigentlich da rein. So, Blueprint. Baupläne. Was wollte ich jetzt? Das da? Nee. Noch 2 Kobalt. Motor. Jawohl, Startproduktion. 12 Minuten, dann ist das Raumschiff fertig. Das werde ich hoffentlich noch abwarten können. So, den Rest schmeißen wir da rein. Sehr schön. Ich hasse das. Das Menü, das ist so unübersichtlich. Früher war es senkrecht. Warte mal eine Sekunde, ich habe eine Idee, Idee. Ich habe ja Basis. Wo bist du? Da ist er. Den kann ich freischalten, genau. T2 Kühlschrank kann ich freischalten, da passt noch mehr rein. Reparaturstation. ATM. Den Rest lassen wir erst einmal. Wohl Waffe. Raketen, Schrotflinte, nee. Nee, nee, nee. Werkzeug habe ich alles. Ja. Cool, jetzt kann ich theoretisch den reparieren. Upgraden. Da brauche ich 2 Stromspulen. Ah, ich habe sogar 2. Tada! Sehr schön. Und bekomme 4 Rohre zurück. Jetzt kann ich mein T2 Multitool machen. Ist das geil. Zwischendurch könnt ihr natürlich ein paar Erze craften.
Was haben wir? Siliziumerz, Kupfer, Eisen, Kobalt, Saskosium, Satium von mir aus. Ja, 8 Stück, haha, super. Sonst habe ich eh nichts Wertvolles hier dran. Oder was jetzt von Bedeutung wäre. Multitool T2, sehr schön. Das alte kann ich theoretisch hier hinten in die Kiste reinwerfen. In diese Kiste. T1 kommt raus, T2 kommt rein. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Multitools. Ah ja, da kann ich schon einiges damit anfangen. Hier verschiedene Upgrades für die RAM-Anzüge. Anzugstation, die kann ich ausziehen. Reparaturstation, nee. Nein, ohne Helm. Ich brauche. Ah, jetzt weiß ich, wie das geht. Genau. Der hat bloß zwei Slots, der Anzug. Da kann ich quasi zwei Sachen hinzufügen. Armor Boost. Nochmal einmal Boost. Sauerstofftankerweiterung. Nee. Strahlenschutzverstärkung. Ja, wäre gleich nicht schlecht. EVA Boost. Was ist das? Jetpack. Panzerung. Minus 150. Huh? Bin noch schneller tot, oder wie? Zu kalt. Strahlenschutz. Armor Boost, ja. Ich sagen, die zwei Sachen reichen erst einmal. Schwere Waffen, Upgrade-Bausatz. Das konnte ich letztens ja nicht ausprobieren, das werde ich dann jetzt gleich machen. Erstmal hier zur Anzugstation. Der kommt raus. Dann kommt er da. Nein! Ah, wie ging das? Bin jetzt ganz blöd. Ah, hier sind eh die Slots. Einmal, zweimal. Ändert sich da am Anzug irgendwas optisch? Mit der Breite oder so? Nee, natürlich auch nicht. Helmtechnisch? Nee. Also nicht wirklich was geändert. Wenn ich das da reinlege, das halt da rein. Ah, oder warte mal, eine Sekunde, ein bisschen Ordnung schaffen. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Laser Upgrade Bausatz. Muss ich wahrscheinlich erstmal freischalten, oder? Anscheinend. Tun wir da rein. Lackierpistole. Mittlere Rüstung. Ja, dreimal, super. Jo, Lebenskonstruktor könnte ich mitnehmen. Ah, brauche ich jetzt aber nicht. So, wie lange braucht. Achso, ist schon fertig. Sehr schön. Kann wieder einiges craften. Neodymium-Erz. Na, wo bist du? Kupfer, Kobalt, Neodymium-Erz. Schotter könnte ich zu Beton verarbeiten. Die ganzen Erze tun mir alles nach unten, ne? Ein bisschen Überblick, was ich jetzt da habe. Magnesium-Erz noch genügend. Von dem Zeug noch genügend. Schotter, ja, kann man auch darunter tun, ist auch ein Erz. Also jetzt schon. Promethium-Erz ist auch ein Erz, alles gut. Saskosium. Irgendwas übersehen? Nee. Jetzt kann ich die ganzen Barren alles nach oben richten. Alles, was irgendwie Komponenten sind, also quasi Zwischenprodukte, kommen hier in die zweite und dritte Zeile. Das von mir ist auch. Neodymium-Erz kann daher. Saskosium, ein Barren. Jawohl, Pentaxit. Kommt daher. Holz, ja, von mir aus. Warum habe ich eigentlich Biokraftstoff hier drin?
Ja, einfach so, wahrscheinlich. Jetzt hat er es mal ein bisschen aufgeräumt, das Ganze. Hier ist noch einmal Golderz. Super. So gefällt mir schon viel besser. Okay, Biokraftstoff kann da rein. Für was habe ich den eigentlich gebraucht? Habe ich irgendwas gecraftet hier, wo man Biokraftstoff braucht? Radarstation Deko. Ha, könnte ich jetzt aufstellen. Will ich aber nicht. Aber ich könnte ein ATM bauen. Genau, dann kann ich mein ganzes Geld mal einzahlen. Anzugstation, Reparaturstation. Ne, passt schon. ATM ist gleich fertig. Will ich irgendwo einen Platz finden, wo ich es hinstelle? Tada, ATM ist fertig. Ups. Geld habe ich hier. So, ATM stelle ich mal. Achso, da geht's nicht, da geht's nicht. Da geht's nicht. War hier kein Platz? Schon mal da hier. Gelb, ja, von mir aus. 3000 Credits, jawohl. Und die Kasse macht Katsching. So, natürlich könnte ich auch noch, wenn ich gerade hier stehe, den Kühlschrank upgraden. Da brauche ich aber zwei Metallkomponenten. Einen habe ich, okay. Wo war das? Metallkomponenten. Aber gleich ein paar mehr machen wir. 10. Genau, die zwei habe ich. Jetzt könnt ihr ihn upgraden. Was? Wo muss ich nachladen? Achso. Tada! Fetter Kühlschrank. Passt es mehr als doppelt so viel rein. Dann kann ich den da theoretisch leeren und zerlegen. Genau, das Zeug kommt dann da rein. Pizza. Nee, Früchtekuchen. Also ein bisschen Ordnung schaffen kann nicht schaden. Obwohl, sollte vielleicht auch das Zeug ein bisschen sortieren. Also was gelb ist, kommt in eine Zelle. Wurde theoretisch für jeden, für jede einzelne Komponente irgendwie ein extra Kühlschrank. Tomaten habe ich nur zwei, okay. Aloe Vera habe ich relativ viel. Was ist daher? Pflanzeneiweiß, natürlich sehr gut, wenn ich das habe. ja, ist auch nicht wirklich geordnet, aber besser wie gar nichts. Ich könnte jetzt theoretisch, warte mal, ich bräuchte noch mehr Tomaten. Noch mehr Pflanzbeete. Könnte ich auch ein Pflanzbeet machen? Anscheinend schon. Können noch mal Tomaten aufstellen. Tomatenkeim habe ich hier auch noch. Genügend habe ich. Na komm, wir fertig. Geht doch. 102 Fasern. Nährlösung ist das Thema. Gereinigtes Wasser. Eigentlich könnt ihr noch mehr machen. Muss erst mal draußen nachschauen. Oh, das Fenster. Muss erst mal nachschauen, was hier fehlt. Oder was hier nicht fehlt. So, Tomate. Eins, zweimal Tomate. Hier sind Früchte. Weizen braucht noch eine Weile. Hier ist Tomate. Also ich habe jetzt dreimal, nee, einmal. Zweimal, dreimal Tomate. Zweimal Kürbis, zweimal Space Durian. Okay. Ja, Tomaten brauche ich glaube ich relativ oft, wie es ausschaut. Dann machen wir nochmal Tomate. Nochmal ein Pflanzenbeet. Das Holz. Weil ich habe Holz auch hier drin, oder? Ja, aber nur 7 Stück, ja, das passt schon. Tomate. Natürlich hab ich jetzt wieder das Zeug im Inventar. Oh, 5 Früchte, juhu. Freude.
Warum brauchst du immer so lange? Pflanzbeet, komm, geht doch. Stellen wir nochmal Tomate auf. Kann auch hier das Licht wegtun. Arbeitslicht. Genau, kommt das daher. Das stellen wir neu auf und zwar daher. Dinosaurier sind jetzt wahrscheinlich keine unterwegs. Jetzt erstmal kurz was checken. Checken. Ja, wollte ich gerade sagen, Blueprint ist fertig. Objekt erzeugen. Ja, nicht hier drin, sondern hier. Fettes, kleines Raumschiff. Juhu. Willkommen zurück. Das heißt, du mir alles hier raus. Halt. Nein, obendrauf. Obendrauf, genau. So, P-Menü. Kraftstoff. Nein, verwalten. Tun wir alles raus. Eins vielleicht geht es? Nee, geht nicht. Ah, 5% bleiben drin. Egal. So, was haben wir sonst noch alles drin? Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Kisten habe ich. Okay, das kann alles raus. Sehr schön, jetzt kann man es komplett zerlegen. Ich hätte natürlich erst nochmal eine Minigun, aber die brauche ich nicht. Ich habe hier Raketenwerfer und Minigun und Licht und. Ah, schön. Und Sauerstoffgenerator. Mein Minischiff, mein kleines Raumschiff. Das ist mir schon jetzt einige Folgen abgegangen. Und die Schrottkiste wird zerlegt. Ach, Munition. Ah, egal. Ich hätte vorher rausnehmen müssen. Tada! Warte mal. Bevor ich dich wieder zum Leben erwecke, brauchst du natürlich noch. Genau noch so alles, wie es früher gemacht habe. Kommt die rein. Dann Treibstofftank. Habe ich zwei Stück? Wow, warum? Kommt. Oh. Okay. Einmal da rein und einmal. Ups. Ach so, das wird auf beide aufgeteilt. Okay. Verstehe. Was habe ich eigentlich sonst noch hier eingebaut? Konstruktor, okay. Kühlschrank, Scheinwerfer, O2-Tank. Den brauche ich dann Munitionskiste klein. Was brauche ich dann nochmal? Ups, angedockt. Raketen, nee. 15 mm Kugeln. Ups, aussteigen wollte ich natürlich. Können wir eigentlich alles wieder da reinwerfen? Das kommt wieder da rein. Ich glaube, 10 Flaschen oder so passen. Ups, passen in den Treibstofftank, in den O2-Tank. 15 mm Kugeln brauche ich natürlich auch noch. Waren das die da? Genau, da brauche ich 100 Stück. 100 Stück. Nee, nicht 100 Stück. Ha, mir viel zu wenig. Ich habe ja zwei Miniguns. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Sollte reichen. Halt mal das, können wir rausnehmen. Sehr schön. Jetzt kann ich hier wieder zugreifen. Munitionskiste. Halt. Ich habe noch gar keine Munition. O2-Tank. Was, zwei Flaschen reichen aus, dann ist der voll. Okay, das geht anscheinend irgendwie anders da wie zuvor. Passt schon. Kommt das wieder da rein? Obwohl, ich nehme eine eiserne Reserve mit. 10 Flaschen sollten, glaube ich, reichen. Ja, die fünf großen nehmen wir noch mit. Brauchen wir hier eigentlich auch noch irgendwas? Oh, 25% ist nicht viel. Ja, okay, das passt schon. Ah, sehr schön. Halt, nein, 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 falsch. Da wollte ich zugreifen. 500 Stück.
Ja, ich denke, das sollte erstmal reichen. Ne? So. Fachbox 1, genau, Zugriff, da kommt das noch dazu. Ein bisschen was auf Reserve. Die kommen noch dazu. Wie gesagt, Reserve. Munitionskiste klein, Zugriff, 500 Schuss. Sehr schön, cool, passt. Dann würde ich mal sagen, war's es für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Empyrean Galactic Survival. Also macht's gut, bis dann. Ciao.